Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge. Pokémon Schwarz 2, ja. Pokémon Schwarz 2, so. So, wir sind jetzt aus der Höhle endlich raus, kommen hier in der neuen Stadt an. Und begeben uns natürlich erstmal ins Pokémon Center. Und machen uns wieder fit. Danke. Und dann können wir uns hier noch eine Medaille wieder abholen. Ja, du hast ja endlich, wenn die. Danke, danke, danke. So, was für eine Medaille? Spazierfahrt. Okay. Was? Radarstar. Okay, cool. Danke, danke, danke. Gut, da wo heute Panoras Tee liegt, gab es früher nur Wildnis. Okay. Da gab es früher nur Wildnis. Und im Mülleimer ist was. Ein Eisen. Danke. Ja. Okay, wir haben einen Kaffee plus von nicht schlecht hier spreche, aber da gibt es gewiss noch viele andere TMs. Den bringen wir noch mehr und ich werde dir. Ah, okay, wenn du viele TMs sammelst, bekommst du etwas Tolles von mir. Hey, können wir jetzt hier dauerhaft Kaffee plus geschenkt oder was? Wenn du viele TMs sammelst, ja, TMs, mal schauen, als damit TMs bitte exakt 20, kennst du eigentlich die Kampfmetro? Achso, ach, wenn wir, achso, je mehr wir haben, ne, dann kriegen wir wieder neue Geschenke, okay, cool, cool, cool. Oh, da liegt ein Item. Nein, nein, ich will das Item. Hallo, Randy. Endlich treff ich dich mal persönlich und nicht über den Visocaster. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Wir starten Professor Eschel. Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meine Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung. Oh, was? Ein kleiner Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich dein Pokédex bewerten. So, so, die Anzahl der Pokémon, die in der Pokédex als gesehen verzeichnet sind, beläuft sich auf 107. Aha, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Hier hast du eine kleine Belohnung. Wir haben den Meisterball. Cool. Der Meisterball ist ja das ultimative Super. In den letzten 2 Jahren haben viele Pokémon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Professor Eschel! Oh, so ein Zufall. Hallo. Geralandie. Darf ich vorstellen, das ist hier die Arena von Panora City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich doch extra darum gebeten, Sie mit dem Flugzeug nach Twinkara City auf der anderen Seite des Wendelbergs zu fliegen. Sie sagten, zu Fuß käme man zurzeit nicht bis dorthin durch. Fläche, haha. Touché, aber ich muss doch noch um etwas Geduld bitten. Es gibt da nämlich etwas, das ich vorher im Turm des Himmels prüfen möchte. Wartest du so lange auf mich? Bis demnächst, Randy. Und vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinen Pokémon. Okay. Ja, das ist die Flugarenerin, soweit ich weiß, ne? Diese was unbesorgte, ja, fast schon kopflose Ada hat sie von ihrem Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampf bei mir vorbeischauen? Oder möchtest du lieber
erst Professor Esche folgen und im Turm Himmelsfeld trainieren. Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Ja, okay, da haben wir wieder Möglichkeiten, was wir tun und lassen wollen. Hier kommen wir erstmal auf Route 7. Da kommen wir später darauf hin zurück. Erstmal checken wir die Stadt noch zu Ende aus. Allein weil da noch ein Item lag, was ich unbedingt haben will, ne? Und da gab es gar nichts. Schutz wird nicht mehr. Ne, wollen wir auch nicht neu aktivieren. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ein Stuhl, der uns auffällt. Okay. Ah, spreche ihn doch einfach an. Genau, danke. Sieht alles nicht so aus. Ah, doch, hier. Hack. Was sind die? Randy erhält Hackattacke. Wenn du ein Pokémon das Item Hackattacke zum Tragen gibst, verstärken sich Wirkung von. Ah, okay. Flugattacken verstärken. Finde ich in Ordnung. Der erzählt irgendwas von VMO. Ja, dann so ein kleines Pico irgendwas. Hast du zufällig Pokémon von dem Flug oder Züchter bei? Oh ja, ich sehe ein X-Bad in deinem Team. Ich brauche seine Hilfe, um ein Frachtstück zu gelangen. Das für mich zu weit oben liegt. Bitte helf mir. Vielen Dank, ein kleines Dankeschön. Eine Netzball. Pokémon sind einfach Gold wert. Ja. Guten Tag. Ja. Hier können wir vermutlich später mit dem Flugzeug. Da oben gibt es irgendwo ein verstecktes Item. Genau hier. Ein Flugjuwel. Okay. Gibt's hier noch ein paar Trainer? Also ich hier, das ist die Arena, soweit ich weiß, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir erst die Arena machen sollen. Aber okay, die fehlten zuerst mal da zu trainieren, ne? Also werden wir es vermutlich auch erstmal machen, aber. Also Training sollten wir eigentlich erstmal keins brauchen, oder? Oder haben wir wieder was hinzugefügt? Gut. Ansonsten ist hier gar nichts. Außer ein Item. Ein Top-Schutz. Das ist wieder top. So, du hast auch nichts Interessantes. Gut, dann haben wir hier noch mehr Leute, die uns ganz viele nützliche Informationen geben. Die uns. Ah, Schnüffel. Ja, Schnüffel woanders rum. Aber hier gab's doch. Ah, da. Das Item, das haben wir eben gesehen. Und es ist freier Fall. Ich glaube, irgend so eine Flugattacke, ne? VM fliegen. Achso, ah, das ist wieder der Anfang. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt alles hier so weit beäugt. Und sind jetzt hier auf Route 7, wo wir uns ein neues Pokémon fangen können, tun, wollen, machen. Sollen wir uns jetzt hier ein neues Pokémon fangen? Da wächst das Gras. Boah, sollen wir es wagen? Ich weiß nicht. Wir gucken mal auf unseren Pokédex. Wir sind jetzt momentan auf Route. Aber da haben wir. Okay. So, was haben wir denn da? Ein Emolga könnten wir hier fangen. Sonst. Ja, Sesokids. Route 7, Sommerpokémon, die im hohen Gras sind. Okay. Ja, Leute. So, Leute, Entschuldigung für die Unterbrechung. So, Route 7 sind wir ja hier. Und
Bisher gibt's ja nichts Interessantes, ja. Also das Spiel jetzt ein bisschen laggt. Du. Finde ich in Ordnung. Ein Haus von Züchter Malone. Hab ich jetzt. Ja doch, ich hab Check gefunden. Aber warum leckt das Spiel jetzt auf einmal? Ja, okay. Hab ich jetzt keine Ahnung, warum das so ist, aber. Müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. Nee, das stottert, Leute. Warte, ich mach kurz einen Schnitt rein, bis gleich. So. Läuft es besser? Ich glaube, ja, ne? Aber nicht gerade viel besser. Hm. Oh, woran liegt das denn jetzt, ja? Da muss man kurz einmal aus dem Zimmer rausgehen. Und dann auf einmal läuft das Spiel schlechter. Ist irgendwas angegangen? Ne, sieht nicht so aus. Hm. Eigenartig, aber egal. Wir besiegen unseren Gegner hier jetzt noch. Und hatten doch ein Level up hatten wir. Ich weiß gar nicht, ob. Ich glaube auf 38 entwickelt sich Jackie. Jetzt haben wir die. Ja. Ne, wir gehen auch nicht rein. Nein. Wir gehen erstmal in das Häuschen hier rein. Ey, so ein Pokémon haben wir auch. Also, falls du eine Molga hast, würdest du es vielleicht gegen ein Brokkolus tauschen. Nein. Aber ein Brokkolus. Was war nochmal? Brokkolus. Ein Brokkolus, war das die Weiterentwicklung von Kissel? Ich bin mir nicht sicher gerade, aber. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Dann hier rüber und dann. Trainerkampf. Und es leckt immer schlimmer. Wow. Eine Herausforderung von Göre. Oh, ein Dreierkampf. Das wird interessant. Los, Jackie, Nox und Hero. Oh, okay. Jackie kann. Kann ja, komm, einmal die Drachenklaue, ne? Dann haben wir hier den Biss. So, wir versuchen erstmal ein Pokémon loszuwerden und hier haben wir den Surfer und auch Nox treffen, wenn was nicht gut ist. Also machen wir die Wasserdüse. Gut. Aqua Weller. Blub. Ein Dreierkampf mal ein bisschen langsamer. Boah. Aqua Welle hat auch optimal gereicht für den Kill. So. Da gehen sie alle erstmal schön Erfahrung wieder. Und dann die Drachenklaue. Zack. Damit sollte er auch besiegt sein und dann hat das gegnerische Team nur noch ein Pokémon, was ihn ja das ist nicht gut für ihn, ne? Da kommt ein Luftschnitt gegen unseren Nox, aber er hat ja seine Überreste. Boah. Gut, machen wir einmal Drachenklaue, was nichts bringt. Machen wir mal bewegen.
kein Problem. Sitzen wir bis ein. Und hier sitzen wir. Okay, egal. Wir sitzen bis ein. Schön. Macht gut Schaden. Aquawelle. Sollte eigentlich auch jetzt nicht so wenig Schaden machen. Gut. Den Dreierkampf geschafft. Bum, 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 bum. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.